Waltenhofen liegt im Oberallgäu rund 7 Kilometer südlich von Kempten. Damit ist die nächstgrößere Stadt in 10 Minuten zu erreichen, aber am Wohnort direkt kann man die ländliche Atmosphäre genießen. Und genau das ist für viele der rund 9.100 Einwohner ein entscheidendes Kriterium, dort zu leben. Im Gemeindegebiet von Waltenhofen liegt außerdem der Niedersonthofener See. Und der wird im Sommer für zahlreiche Freizeitaktivitäten genutzt. Kein Wunder eigentlich, denn hier in der hügeligen Voralpenlandschaft liegt er einfach sehr idyllisch. Sebastian und Franz Egger, die zwar denselben Nachnamen tragen, aber nicht verwandt sind, teilen ein gemeinsames Hobby. Und zwar Kutsche fahren. Hier in Eggenberg, einem Ortsteil von Waltenhofen, bereiten sie die zwei Braunen, Neroli und Nussini, auf einen Ausflug vor. Die Pferde sind das Kutschefahren sozusagen seit ihrer Jugend gewohnt. Die Pferde sind in der Regel 3 Jahre alt, bis sie so groß sind, dass man sie nachher zum Arbeiten hernehmen kann. Und dann fängt man mit denen langsam an, sie ans Geschirr zu gewöhnen. Und wenn sie das schon ganz toll machen, dann spannt man sie irgendwann vor der Waage. Und das funktioniert folgendermaßen. Als allererstes kriegen sie ein Kommageschirr auf. Dann kommen die Leinen rein, dass man die Pferde auch halten und lenken kann. Und dann werden sie mit der Aufhalterkette und mit der Zugstreng hinten an der Waage angespannt und mit der Aufhalterkette vorne an die Deichsel. Und wenn das dann alles erfolgt ist, dann geht's los. Heutzutage ist es ja schon etwas Besonderes, dass da auf der Straße nicht ein Auto, sondern eine Kutsche an einem vorbeifährt. Früher aber wurden die Pferde wirklich als Arbeitspferde genutzt. Die Bauern brauchten sie, um ihren Hof zu bewirtschaften. Und da hat man halt in der Früh zum Beispiel die Mähmaschine eingespannt und hat Heu gemäht. Und dann hat man sie ja wieder einfahren müssen. Da hat man dann einen Wagen angespannt, hat das Heu aufgeladen und hat das Heu dann so heimgebracht. Und das war halt früher so. Die Kutsche an für sich hat man halt am Sonntag gebraucht, um in die Kirche zu fahren. Damit die Pferde nicht hinlaufen, wo sie wollen, hält der Kutscher die Leine immer unter einer gewissen Spannung fest. Wenn man quasi eine Linkskurve fahren will, dann gibt man auf der äußeren Leine, das heißt quasi auf der rechten Leine nach. Und dann gehen die Pferde links in die Wendung. Wenn man Rechtswendung fahren will, dann gibt man dann auf der linken äußeren Leine nach und dann gehen die Pferde in die rechte Wendung über. Ja, für mich ist das halt einfach der Ausgleich. Du kannst ja wieder ein bisschen runterfahren, zur Ruhe kommen und einfach wieder Kraft für die neue Woche schöpfen. Wenn die Kutsche an eine ganz normale Kreuzung kommt, dann muss der Kutscher stehen bleiben, den Verkehr beobachten und wenn frei ist, fahren. Da gilt natürlich genauso rechts vor links als wie im Straßenverkehr. Und wenn die Straße dann frei ist, kann es auch gleich wieder weitergehen. Das funktioniert so, man gibt eine Parade, sagt man dazu. Man nimmt die Leine kurz an, so dass man einen Kontakt zum Pferdemaul hat. Und dann gibt man nach und dann gehen die Pferde los. Auch wenn Franz und Sebastian es gewohnt sind, Kutsche zu fahren. Für sie ist so ein Ausflug immer wieder einfach schön. Weil wir fahren ja sonst mit dem Auto auch. Und da ist das Kutschefahren einfach, das entschleunigt. Man hat Zeit zum Links- und Rechtsschauen und über die Schönheit von unserem Allgäu nachdenken. Für mich ist jedes Mal Kutschefahren ist für mich was Besonderes. Das ist einfach Leidenschaft.
Und jetzt geht es weiter mit jemandem, für den Musik alles ist. Mein Name ist Tobias John, aka Seas Music. Ich bin 18 Jahre alt und ich mache Hip-Hop bzw. Rap. Ja, das Schöne am Rap ist einfach, dass man sehr, sehr viel im Rap verarbeiten kann. Man kann Nachrichten nach außen hingeben, man kann Leute doch irgendwo beeinflussen in ihrem Denken und Handeln. Und ich glaube, es ist einfach ein sehr, sehr guter Weg und auch, ja, Kunst. In seinen Texten verarbeitet Tobi Dinge, die er erlebt hat, emotionale Ereignisse und ganz einfach Themen, die ihn beschäftigen. So auch in seinem Song Das Ende der Welt. Du kommst mit mir mit. Schreiben Geschichten, die wir später erzählen, unseren Kindern zumindest von dieser schmutzigen Welt. Der heuchlerischen Weise, ich versteh mich schon selbst, denn was wir machen, dreht sich doch alles nur um das Geld. Sitzen da und wissen von Beginn an nicht, wo der Song Ende der Welt handelt letztendlich davon, dass wir einfach sehr, sehr viele Missstände mittlerweile, ja nicht nur mittlerweile, haben. Und da ging es eben darum, dass wir aufmerksam machen, beziehungsweise ich aufmerksam mache auf die Problematik mit Krieg, mit Terror, mit unserer Politik. Und das war eben so eine Message, die ich gern nach außen bringen möchte, dass man sich vielleicht doch mal ein bisschen Gedanken machen sollte, was auf unserer Welt passiert und wie wir das vielleicht auch beeinflussen können. Wohin es dich treibt, liegt in deiner Hand, was du draus machst. Wenn du Abschied nimmst, sagst du, ich hab alles gemacht. Wir schauen in den Südosten, nichts außer Krieg und Schmerz. Halten inne, Religion. Ich war schon immer sehr, sehr musikbegeistert. Ich hab ab der fünften Klasse habe ich im Schülerchor gesungen, damals noch auf der Realschule. Und dann kam natürlich der Stimmbruch und dann hat man gemerkt, so ja, funktioniert nicht mehr ganz so. Und dann ab dem Zeitpunkt habe ich mich umorientiert, dass ich gesagt habe, hey, ich brenne einfach für die Musik, aber das mit dem Singen, das hört sich nicht mehr so an wie davor. Und dann bin ich in die Richtung Rap gegangen, habe mich viel damit beschäftigt, viel Songs analysiert. Und da habe ich gemerkt, so hey, es könnte mal cool sein, was Eigenes zu schreiben. Und ja, genau so bin ich dann eigentlich dazu gekommen und reingekommen. Und seitdem brenne ich dafür. Seine Tonaufnahmen macht Tobi bei einem Freund zu Hause, der nur ein paar Gehminuten entfernt wohnt. Für die ich mich nun schäme, fern blieb die Angst vor Gewalt, Krieg und Elend. Zu guter Letzt war das. Während Tobi in der Tonkabine steht, sitzt Michael am PC und kontrolliert die Aufnahmen. Man braucht natürlich erstmal das Equipment, das ist ja letztendlich mit das Wichtigste. Und sobald man das Ganze hat, der Text steht, versucht man sich irgendwo ein bisschen einzurappen, ein bisschen reinzukommen. Bestenfalls, man hat den Text dann schon auswendig im Kopf. Und dann geht es darum, eben die Kopfhörer aufzusetzen. Man hört den Beat, die Melodie über die Kopfhörer, steht vorm Mikrofon und muss es dann halt synchron ins Mikrofon reinbringen. Du stehst ganz gerade, wenn du siehst, wie jemand fällt. Musik ist einfach alles für mich. Es ist schwierig, in Worte zu fassen, weil ich sage, ich brenne einfach für die Musik und Musik ist meine Lieblingsbeschäftigung, mein Lieblingsrückzugsort, und gleichzeitig aber auch das, was einfach viele, viele Menschen mögen. Und natürlich mache ich es gern für mich, aber auch für die Community, die da dahinter steht und die das Ganze feiert. Richtig ins Musikbusiness einzusteigen, mehr Menschen zu erreichen und vielleicht irgendwann nicht nur für, sondern auch von der Musik zu leben. Das sind Tobis Pläne für die Zukunft.
Konzentration, Selbstbeherrschung und Selbstvertrauen. Beim TV Waltenhofen wird regelmäßig einmal die Woche Selbstverteidigung trainiert. Basri Senoldu ist einer der Trainer. Das sind Selbstverteidigungsübungen, Übungen für jegliche Angriffssituationen, Notsituationen, aus denen man gelangen kann. Das lernen wir, das bringen wir den Kindern und den Frauen bei. Den Selbstverteidigungskurs gibt es hier in Waltenhofen jetzt schon seit 4 Jahren. Im Fokus stand damals vor allem Kinder und Frauen, die richtigen Techniken beizubringen. Mittlerweile trainieren hier aber genauso auch Jungen und Männer. Anja Matiok war von Anfang an mit dabei und ist jetzt auch Co-Trainerin geworden. Das bedeutet mir sehr viel. Ich habe auch ein anderes Hobby dafür aufgegeben, weil es mir viel mehr Spaß macht. Es bringt mir Sicherheit. Abends oder tagsüber, ich fühle mich einfach sicher in der Umgebung. Und auch natürlich die körperliche Fitness steht für mich auch im Vordergrund. Und man hat ja auch gesehen, dass wir uns alle gut verstehen und das ist auch immer ein Spaß, ins Training zu kommen. Spaß und ganz einfach abschalten, einen klaren Kopf bekommen. Denn zum Training gehört nicht nur die körperliche Betätigung, sondern vor allem auch Konzentration. Man muss sich auf die Techniken konzentrieren, aufs Atmen und auf die Tritte. Vor allem auch, damit man sich nicht verletzt. Zu lernen, wie man sich verteidigen kann, wenn man es muss, das ist für Anja. Ich finde es sehr wichtig, weil wir haben auch gesehen bei ein paar Schülern, dass die selbstbewusster geworden sind im Laufe des Trainings und dann können die besser durchs Leben gehen. Reschid gehört zum Trainerteam und war selbst 16 Jahre lang im Kampfsport aktiv. Meine Schüler, die geben mir viel Kraft. Es macht Spaß, mit denen zu trainieren. Herausforderung natürlich auch. Jedes Mal was anderes. Wenn er merkt, dass die Schüler Fortschritte machen, dann ist das auch für Reschid einfach ein Erfolg. Es macht mich halt glücklich. Dann weiß ich ganz genau, dann habe ich denen was Richtiges beigebracht. Und die Techniken richtig Hand zu haben, das gelingt mit Selbstbeherrschung, jeden Schlag kontrollieren natürlich, alles was man macht. Ob härter, langsamer, weicher zuschlagen. Das bringe ich halt denen bei und so lernen sie es. Bei Basri und Reschid im Kurs gibt es keine Kleidungsvorgabe und auch keine Gürtel wie beim Judo. Es gibt auch keine Prüfungen, sondern es geht wirklich darum, die Techniken für sich selbst zu lernen. Man hat es ja auch gesehen, unser Training ist ein nicht gezwungenes Training. Wir gehen das Ganze spielerisch an. Spaß steht da natürlich mit im Vordergrund bei dem Ganzen. Aber mit Spaß etwas zu erlernen, ist natürlich einfacher und deutlich effektiver, wie wenn man etwas eingeprügelt oder eingezwungen bekommt. Und das ist der Hintergrund und auch unsere Philosophie dahinter, einfach Spaß dabei zu haben. Uns liegt eben sehr viel daran, dass gerade Kinder natürlich auch selbstbewusster werden oder eben die Frauen ganz anders auftreten können, wenn sie sich sicher fühlen. Und das ist uns sehr wichtig. Yeah.